Sie haben es gehört, meine Hörerinnen und Hörer. Seit heute Morgen um 3:30 ist das Haus des Berliner Rundfunks von 200 britischen Militärpolizisten und von Einheiten der Stummpolizei eingeschlossen. Man möchte den Berliner Rundfunk stumm machen. Und deshalb bemühte sich heute früh Herr Polizeipräsident Stumm persönlich, um zusammen mit dem Oberkommissar Urban die Anweisungen des britischen Generals auszuführen, der diese Aktion auf amerikanischen Befehl leitet. Sie haben aber auch gehört, meine Hörerinnen und Hörer, dass der Berliner Rundfunk und der Deutschlandsender seit Beginn des angloamerikanischen Terroraktes heute früh keinen Augenblick ihre planmäßigen Sendungen aus dem Funkhaus Masurenallee eingestellt haben. Weder das Stacheldrahtverhau rings um unser Haus, noch die Teerfässer, mit denen die Straßen verbarrikadiert sind, noch die Militärpolizeipatrouillen mit ihren Maschinenpistolen, noch die Posten mit roten Mützen und aufgepflanzten Bajonett am Haupteingang und an den Ein- und Ausfahrten des Funkhauses, vermögen uns daran zu hindern, das fortzusetzen und verstärkt fortzusetzen, was die Mitarbeiter des demokratischen Rundfunks seit 1945 tun. Das Geheimnis des Krieges zu entlarven, die Kriegstreiber bloßzustellen, jedermann ihre schmutzigen Pläne sichtbar zu machen, aufzuzeigen, wer die Spaltung Deutschlands will und wer die Einheit, den Widerstandskampf unserer Brüder und Schwestern in Westdeutschland und Westberlin wiederzuspiegeln und zu beflügeln und die nationalen patriotischen Kräfte zu mobilisieren für den Kampf um die Einheit, um den Friedensvertrag. Wir werden auch unsere Aufgabe fortsetzen, der amerikanischen Kulturbarbarei die nationale deutsche Kultur gegenüberzustellen. Mit alledem haben wir am 13. Mai 1945 begonnen. Viele Deutsche werden sich noch daran erinnern. Während damals noch aus dem Turm des Berliner Rathauses Flammen schlugen und die Rauchschwaden sich nicht verziehen wollten, fand hier im großen Sendesaal das erste Sinfoniekonzert statt. Ungläubig hatten damals die Berliner die Ankündigung an den Litfaßsäulen gelesen. Dann waren sie gekommen, aus allen Stadtteilen, damals gab es noch keine Sektoren. 2-3 Stunden zu Fuß über Geröll und weggeworfene Waffen, vorbei an brennendem und qualmendem Gebälk. Zusammengewürfelt aus allen Berliner Orchestern stimmten die Musiker ihre Instrumente. Eine primitive Feldtelefonleitung schlängelte sich vom Funkhaus zum Sender in Tegel, über Trümmer und geborstene Brückenpfeiler hinweg. Und das unfasslich Unvergessliche geschah. Hier im Sendesaal und draußen an den Lautsprechern saßen sie und hörten die herrlichen Klänge deutscher und russischer Sinfonien. Wenige Tage nach Kriegsende, inmitten von Zerstörung und Tod und Erschöpfung. Den Kräften, die Zerstörung, Tod und Erschöpfung verschuldet haben und die sie wiederholen wollen, galt seither der Kampf des demokratischen Rundfunks. Und deswegen mögen ihn die Zerstörer und Mörder von gestern und morgen nicht. Und so ist das heutige angloamerikanische Attentat nicht das erste. Am 16. Dezember 1948 stürzten die Sendetürme von Tegel, zum Teil noch im Aufbau, das modernste vom Modernen, erbaut von den Gebühren unserer Hörer, unter einer Explosionswolke in sich zusammen. Auf Befehl eines amerikanischen Obersten namens Hawley oder so ähnlich hatte ein französischer General den Sprengbefehl gegeben. Aber schon am nächsten Tage sendete der Berliner Rundfunk wieder. Ende vorigen Jahres versuchte man mit gekauften Subjekten und 8-Groschen-Jungen und mit der gekauften Westberliner Anklagebehörde aus dem Hause, das Bach und Beethoven, Tschaikowski, Goethe, Shakespeare und Victor Hugo und die politische Wahrheit ausstrahlt, eine sogenannte Menschenfalle zu machen. Aber der Prozess gegen unsere Kollegen Gladewitz, Löwenberg und die anderen, der die Schließung unseres Funkhauses zum Ziele hatte, endete mit dem Freispruch der 9 Monate unschuldig Eingekerkerten und wurde zu einem glänzenden Siege der Wahrheit. Nun soll ein britischer General das schmutzige amerikanische Geschäft besorgen. Ohne jeden Skrupel setzten sie sich über sämtliche internationalen Abkommen hinweg, aufgrund deren der Berliner Rundfunk und der Deutschlandsender im Funkhaus Masurenallee ihren Sitz haben. Es pressiert ihnen. Je anwachsender der Widerstand unseres Volkes, je bedrohlicher für sie die zeitliche und räumliche Enge, in die sie in der ganzen Welt getrieben werden, desto größer ihre Furcht vor der Wahrheit. Sie wollen die mundtot machen, die ihre Agenten Agenten nennen. Ihre Saboteure, Saboteure. Ihre Westberliner Verbrecherzentralen, Verbrecherzentralen. Den Generalkriegsvertrag, Generalkriegsvertrag. Und Adenauer einen Kriegsverbrecher.
Sie wollen die mundtot machen, die aus dem demokratischen Teil Berlins und Deutschlands Tag für Tag neue Aufbauerfolge zu berichten haben und deren jede Sendung ein Dorn im Fleische des Krieges und seiner Anstifter ist. Goebbels verbrannte Bücher, weil er den Geist und die Wahrheit fürchten musste. Die Thomen und Adenauer verbieten Zeitungen und möchten Rundfunksender zum Schweigen bringen. Sie schießen auf Friedenskämpfer und verhaften ihre Führer aus eben dem gleichen Grunde. Aber sie irren sich. Wir Mitarbeiter des Berliner Rundfunks, die wir die Ehre haben, im Augenblick dieses angloamerikanischen Attentatsversuches auf den demokratischen Rundfunk hier im Funkhause zu sein, wollen uns nicht mit großen Worten aufhalten. Unsere Antwort ist unser Sendeprogramm. Wir haben heute Morgen jedem unserer Mitarbeiter freigestellt, das Haus zu verlassen. Kein Redakteur, keine Technikerin, auch nicht ein einziger Mitarbeiter unseres Hauses hat von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Wir alle freuen uns, beweisen zu können, dass wir für die Sache der deutschen Einheit, für die Sache des Friedens, nicht nur mit Worten, sondern nunmehr auch mit Taten einzutreten bereit sind. Noch nie waren Militärpolizei und Stacheldraht Zeichen der Stärke. Der Berliner Rundfunk und der Deutschlandsender setzen den Sendebetrieb aus dem Funkhaus Masurenallee fort.